Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuesten Video. Und zwar geht es im heutigen Video um diese Box da. Und zwar habe ich das auf Amazon bestellt. Ist schon ehrlich gesagt einige Zeit her und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich es endlich einmal aufmachen, weil da sind japanische Süßigkeiten drin. Und in dem Sinne herzlich willkommen zum neuen Taste-Test-Video. Es ist echt schon wirklich pervers, so lange ist es her, wie ich die habe. Ich habe die, glaube ich, letztes Jahr im November oder Dezember sowas bestellt und auch bekommen und so lange liegt die schon bei mir rum. Es hat da so viele verschiedene Boxen gegeben. Ich kann euch jetzt mal kurz ein Foto einblenden, welche Box ich genau bestellt habe und ich kann euch auch nochmal den Link dazu unten in der Infobox verlinken. Ich hätte gesagt, wir machen die jetzt mal gemeinsam auf, weil ich habe die natürlich noch nicht aufgemacht und ich hoffe, das ist wirklich das, was ich mir bestellt habe. Bewaffnet bin ich schon und los geht's. Das sieht mich jetzt an in der Box. Ich habe da Zettel dabei, das sind anscheinend die ganzen Sachen drauf und auch was das ist, das finde ich sehr cool. Weil bei den anderen Sachen, was ich bis jetzt gekostet habe in so Videos, kann ich euch gerne alle unten in die Infobox verlinken, nur so nebenbei. Habe ich nie wirklich gewusst, was das ist. Also ist es ganz gut, dass man da jetzt solche Beschreibungen hat. Und dann schaut das Ganze so aus und wenn ich das Papier weggebe, sieht man ganz viele Leckereien. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf das Video jetzt freue. Ich meine, schaut bitte, wie geil das ausschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Sachen da genau drin sind. Das hat man sich nämlich aussuchen können. Bild mir aber ein, ich habe die mit 50 verschiedenen Süßigkeiten. Aber ihr werdet es eben Screenshots gesehen haben. Was ich allerdings noch weiß von der Bestellung ist, dass man da zusätzlich quasi verschiedene KitKats gekriegt hat. Und zwar sind das, glaube ich, 10 verschiedene Sorten. Ich glaube, es ist fast besser, wenn ich die in einem gesonderten, kurzen Video koste, weil da sind echt verdammt viele Sachen drin und ich will jetzt nicht, dass das Video ewig lang ist. Ich mache es auch nicht so spannend und ich greife jetzt einfach mal irgendwie rein und hole mir das Erstbeste raus und dann probieren wir das. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Beschreibung lesen soll oder ob ich einfach mal raten soll und das dann lese. Ich glaube, es ist die zweite Variante lustiger, oder? Und zwar werde ich gleich das Erste nehmen, was man da in die Hand kommt und zwar ist das, ja, was ist das jetzt genau? Aha, man kann es ertasten. Das ist so ein Schlecker, wo so ein Pulver drinnen ist, was dann glaube ich so prickelnd oder säuerlich ist. Das kann ich jetzt nicht eruieren da heraus, aber ich mache es mal auf und wir probieren es gleich. Oh, das riecht sehr nach Kaugummi irgendwie. Schlecker. Der schmeckt irgendwie leicht wie so ein Hustenzuckerl. Probieren wir ihn einfach mal mit dem Pulver. Das schmeckt gut. Es ist so ein leicht säuerliches Pulver, aber jetzt nicht extrem. Aber das schmeckt echt gut. Aber den Schlecker hätten sie ein bisschen schleckermäßiger machen sollen. Nicht eben so wie ein Hustenzuckerl, aber ich mag ihn. Sonst werde ich ihn definitiv fertig essen. Dann habe ich jetzt wieder so was Pulverartiges. Das sind anscheinend so ganz kleine Zuckerl. Ich weiß jetzt nicht, ob die wie Tic Tac sein sollen, aber ich glaube, die sind eventuell sauer. Die sind von Mais an. Ja, keine Ahnung. Also so schauen die aus. Also sind jetzt nicht sauer, wie vermutet. Die schmecken gut. Schmecken echt gut. Es sind aber auch andere Sachen drin. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann auf der Kamera, aber so ganz kleine Kristalle. Hört man das? Das ist wie diese Kracher-Dinger. Ich kippe mir das einfach mal rein, oder? Ach, wachs mir das gut viel. Schmeckt nach Cola. Das macht so Spaß. Ich schluck's mal runter, dass was weitergeht. Also diese kleinen Kristalle, diese explodierenden, die schmecken nach Cola. Und diese Kugel haben irgendwie nicht wirklich einen sonderlichen Geschmack gehabt. Und alles zusammen hat man sowieso nur jetzt Cola geschmeckt. Aber das ist lustig. Ich liebe solche Knistersachen. Machen wir mit diesem Fisch da jetzt weiter. Ja, es ist ein Fisch, wo irgendwas drin ist. Ich schätze mal irgendwas mit Schokolade, weil das so bräunlich ist, aber ich glaube, bei dem schaue ich mal nach, was da drinnen ist. Also da steht, es ist einfach eine Waffel in Fischform mit so einer luftigen Schokolade drin. Da war ja der Gedanke mit der Schokolade eh nicht schlecht vorher. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Milka-Schokolade mit diesen Luftbläschen. Das kommt auf einem Servierteller. So, da haben wir jetzt unseren Fisch. Aha, das ist verkehrt rum. Da ist er so. Da ist er so. Da ist er tot. Wohl bekomm's. Das ist ein bisschen eine bröseligere Geschichte. Aber der schaut wirklich aus wie auf dem Foto innen. Wie so eine Honigwabe mit dieser luftigen Schokolade. Aber schmeckt gar nicht schlecht. Irgendwie glaubt man gar nicht, wenn man es so anschaut, dass es Schokolade ist. Aber
Stimmt, ich glaube, das fresse ich auch zusammen. Also bis jetzt ist echt alles geil gewesen. Ich darf irgendwie da nicht alles zusammenfressen, ich habe noch sehr viel vor mir. Also wenn es so weitergeht mit den ganzen geilen Sachen, bin ich mehr als nur zufrieden. Dann nehmen wir mal das da jetzt mit diesem Panda. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut sein soll. Irgendwas mit Melone. Ich weiß nicht, ob das eine Honigmelone, Zuckermelone oder sonst was ist. Das ist auf jeden Fall... Es war ein Keks, ich habe ihn zerbrochen. Ups. Ich nehme an, ein Keks in Panda-Form mit dem Melonengeschmack. Das kann ich mir irgendwie nicht geil vorstellen. Oh, das stinkt. Bist du deppert. Das stinkt extrem künstlich. Und ja, es wäre ein Keks gewesen, den ich getötet habe. So, ich nehme mir da einfach mal so ein Eckerl. Das riecht echt sehr komisch. Das schmeckt wirklich nach Melone. Das ist ja arg. Ich finde das zwar mehr als nur seltsam, dass so ein Keks nach Melone schmeckt, aber irgendwie ist es geil. Ich frage mich, wie sie das machen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Chemie da drin ist. Die Konsistenz für diesen Keks finde ich auch urgeil. Das ist immer so ein bisschen ein klebrigerer Keks und ich mag das irgendwie. Dann habe ich da jetzt solche Sticks, aber ich habe da gerade drauf geschaut und das macht mir ein bisschen Angst, weil da sind Zwiebeln drauf, eine Paprika und so ein Spieß. So eine Art Schaschlik-Spieß, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob ich recht behalte und das grünig ist. Die riechen zwar schon so ein bisschen nach Gewürzen, aber jetzt nicht so eklig, wie sie auf der Verpackung den Anschein erwecken. Ich weiß auch nicht, ob das so gescheit ist nach der Schokolade jetzt, aber... Ja, schmeckt das nicht schlecht. Ist auch ein bisschen scharf. Also ich finde das nicht so schlecht irgendwie. Dann nehmen wir mal diese Bällchen da. Die schauen so aus von der Form her wie so Chicken Nuggets. Keine Ahnung. Da steht rein gar nichts drauf. Deswegen muss ich mir da jetzt wieder meinen Schummelzettel holen. Rice Cracker mit Sojabohnengeschmack. Rice Cracker sind ja an und für sich gar nicht so schlecht. Die riecht nach gar nichts. Ein bisschen nach Erdnuss. So schauen die aus. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz hohl innen und ganz luftig. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist Erdnuss. Habe ich das Richtige vorgelesen? Doch, das ist das Richtige. Keine Ahnung, ich meine, ich weiß nicht, ob ich es mag, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was ich empfinden soll, wenn ich das esse. Irgendwie ist das lustig von der Konsistenz her und so, aber dieses Mehl da oben, sei es jetzt Sojabohne oder Erdnuss, ich empfinde es als Erdnuss, aber irgendwie ist das seltsam. Aber irgendwie finde ich es gut. Ganz eigener Geschmack und ganz eigene Konsistenz. Aber interessant auf alle Fälle. Dann habe ich da so Hummerchips-mäßige Dinge, also so Garnelen-Sticks. Das sieht schon aus wie so Mini-Baguettes. Das riecht nach nichts zum Essen. Das riecht irgendwie wie so Verpackungsmaterial. Na, das riecht nicht besser, wenn man es rausnimmt. Vielleicht schmeckt es. Die haben schon ein bisschen was für Hummerchips. Und ich mag Hummerchips. Gar nicht mal so schlecht. Das ist mir jetzt sofort ins Auge gesprungen. Das schaut nämlich aus wie solche fertigen chinesischen Nudeln. Und das ist ein Schwein drauf auf alle Fälle. Deswegen nehme ich an, es hat Schweinegeschmack. Es riecht gewürzt, aber ich kann es nicht sonderlich viel erkennen. Das schmeckt wirklich wie einfach nur nicht ganz gekochte, aber nicht ganz fertige, aber auch nicht al dente Nudeln mit irgendeinem komischen Gewürz. Nee. Nicht so mein Ding. Um Gottes Willen, da ist ein Frosch drauf. Ich hoffe nicht, dass das auch drin ist, was drauf ist. Ja, das sind wieder solche Bällchen. Und zwar ist es ein Mais-Snack mit kleinen Stückchen von Seitan und japanischer brauner Soße, was auch immer das ist. Wahrscheinlich sowas wie Sojasauce, keine Ahnung. Immerhin kein Frosch. Bei denen weiß man es ja nicht so genau. Es riecht sehr neutral. Schauen so aus. Das schmeckt so ein bisschen wie Essig. Man kann auch auf alle Fälle das Seitan schmecken. Ich finde das nicht schlecht. Und sind auch wieder sehr luftig. Kann man gar nicht aufhören für sowas. Dann wieder ein Produkt, wo ich schummeln muss, weil ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Es sind anscheinend 4 Stück drin, aber kein Plan, was das sein soll. Bin echt froh, dass dieser Zettel dabei ist. Chicken Flavored Potato Crisps. Die Verpackungen gehen sehr schwer auf. Das geht mir am Arsch. Das riecht wie so eine Hühnernudelsuppe. So eine typisch chinesische halt. So schaut der Crisp aus. Es schmeckt sehr knoblauchlastig und irgendwie so auf die Art wie Chips, aber irgendwie auch ein bisschen anders. Es schmeckt nicht so wie ein Chips, was man jetzt von einer Kartoffel runterschneidet, sondern eher wie wenn man jetzt einen Kartoffelbrei macht, das in diese Form drückt und so schmeckt es dann irgendwie. Es hat einen guten Geschmack und es schmelzt richtig auf der Zunge. Auch was sehr Eigenes, was ich noch nie so gegessen habe vorher. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Dann habe ich da jetzt
das. So schaut's aus. Es greift sich sehr luftig wieder an, aber keine Ahnung, was das sein soll. Ein Kornsnack und zwar in Takoyaki. Und dann ist noch ein anderes auch drinnen anscheinend. Und zwar das da. Und das ist Sugar Rusk. Ich schätze mal, das Takoyaki ist irgendwas Herbes und das Sugar Rusk was Süßes. Das werden wir doch gleich herausfinden. Das schaut jetzt so aus wie ein riesiges Puffoletti. Das riecht auch sehr herb. Das riecht wie irgendein Gericht, was man in einem Gasthaus kriegt irgendwie. Es hat zwar diese ganzen Gewürze da drauf, aber irgendwie schmeckt es im Abgang doch ein bisschen süßlich. Ich finde es nicht schlecht. An irgendwas erinnert es mich. Dann probieren wir gleich das und schauen, ob meine Theorie, dass das süß ist, stimmt. Oh, das riecht nach Ananas. Ist das pervers. Es schmeckt süß, aber ich kann nicht definieren nach was. Alles, was ich jetzt weiß, ist, dass es andere besser schmeckt. Gut und schön, aber nein. Das hat jetzt meine Geschmacksnerven nicht so getroffen. Machen wir gleich mit länglichen Sachen weiter. Und zwar habe ich jetzt das da, wo ich wieder nachschauen muss, was das sein soll. Das ist jetzt wieder ein Kornsnack und zwar ist das in Schokolade getränkt worden. Riechen tut das ja sehr gut auf jeden Fall. Schaut allerdings nicht so aus wie auf der Verpackung, sondern eher tot. Wenn man das erkennen kann, ist es wirklich nur so eindunkt worden. Voll arg. Schokolade, muss ich sagen, schmeckt mir jetzt aber nicht so gut. Ich meine, es hat gut gerochen, aber vielleicht ist es auch nur die Kombination, was mir nicht taugt, zwischen der Schokolade und diesem Mais-Snack. Umhauen tut es mich jetzt nicht, aber es ist in Ordnung. Dann nehmen wir mal das, was ausschaut wie ein Kartoffelpuffer. Da steht gar nichts oben. Das ist jetzt wieder ein Rice Cracker mit irgendeinem Geschmack, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Sie Urchin, was auch immer das sein mag. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Googlen. Also es riecht nur nach so einem typischen Rice Cracker. Das ist sehr klebrig. Genau so stelle ich mir diese Styropor-Dinger vor, was man in die ganzen Pakete hat. Nur mit ein bisschen mehr Geschmack, aber ich kann nicht definieren, was das sein soll. Das ist jetzt mein Fall. Ich habe jetzt wieder so was Längliches mit diesem gleichen Maxel wie bei den Mais-Sticks vorher drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf der Liste drauf ist. Aber wenn es drauf ist, ist entweder was mit Mayonnaise oder mit Zimt und Apfel. Dadurch, dass da Gott sei Dank ein Apfel oben ist, schätze ich mal, dass das Zimt und Apfel sein wird. Aber wir werden es gleich herausfinden. Es schmeckt wie gebratener Apfel. Saugeil. Das finde ich jetzt wieder geile Kombination. Jetzt habe ich was ganz Kleines und zwar so ein Gummi-Ding. Ich habe nur keine Ahnung, welcher Geschmack das ist oder so. Boah, das riecht intensiv nach Himbeere. Oh, geil. Geil, geil, geil. Soweit ich jetzt nach den ganzen Maisdingen schmecken kann, schmeckt es auch ziemlich gut nach Himbeer. Erinnert mich ein bisschen an diese Nimm-2-Dinger und diese Fruchtgummis. Mit dem Fruchtsaft aber. So ähnlich schmecken die, finde ich. Das schaut jetzt interessant und ein bisschen beängstigend aus. Da ist es auf jeden Fall wieder irgendwas mit Seetang, weil der ist da drauf. Aber was das für ein Cracker sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Meeresgetier. Aber das werden wir gleich herausfinden. Rice Cracker mit Sojasauce und Plum. Ist Plum nicht eine Zwetschge? Spielt man doch ein Plum ist Zwetschge oder Pflaume halt. Die Kombination kann man nicht geil vorstellen. So schaut der jetzt aus. Schmeckt wirklich sehr fischig. Och, alles ist hart. Ich meine, es schmeckt am Anfang ein bisschen fischig, aber dann nach diesem Seetang und dann nach nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist noch, aber es ist sehr komisch. Was nehmen wir denn jetzt? Das schaut ja lieb aus. Kann ich da irgendwie eruieren, was es ist? Hat einen Arsch auf jeden Fall. Nö. Das ist anscheinend eine Schokolade, einfach nur in der Verpackung von einem Tier. Das muss man beim Arsch aufmachen. Geschlechtlich. Das hat sich jetzt in dem Affen befunden. Die riechen auch wieder so intensiv nach Himbeer. Das schmeckt arg. Schoko mit Zuckerglasur, was nach Himbeeren schmeckt. So kann man es ungefähr beschreiben. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie mal was anderes und dadurch auch geil. Das schaut aus wie ein Marshmallow, dieses Winnie-Pooh-Dingsbundel. Ja, das ist ein Marshmallow. Wenn ich ein Marshmallow essen will, brauche ich mir das nicht vor Japan bestellen. Aber egal, vielleicht schmeckt es ja besonders gut. Riecht wie ein stinknormales Marshmallow. Aha, ist nicht ganz stinknormal, ist eine Füllung drin. Das könnten sie vielleicht auch auf den Zettel draufschreiben. Ich glaube, diese Füllung soll Erdbeer sein, aber es schmeckt irgendwie komisch. Aber ich bin grundsätzlich nicht so extrem der Fan von Marshmallows. Dann habe ich jetzt so einen kleinen Würfel, da steht Milch drauf. Ja, es ist einfach nur so ein Schokoladenwürfel. Eine Milchcreme drinnen.
Also die japanische Schokolade hat es mir nicht so andan. Ach du Scheiße, was ist das? Das ist so ein ganz dünnes Blättchen da drinnen. Und ich kann nicht definieren, was das sein soll. Das da drauf schaut auf jeden Fall aus wie irgend so ein Sellerie oder irgend so Gemüse oder so. Das ist irgendwas mit Fisch, Wasabi und Seetang. Juhu. Das riecht aber nicht schlecht. Oh, das klebt. Boah. Es riecht irgendwie nicht schlecht. Nach der Schokolade ist es sicher auch sehr intelligent jetzt zum Essen. Schmeckt jetzt auch nicht so verkehrt. Oh Gott, ist das zart. Oh. Und schmeckt den Wasabi. Die Kombination ist auch interessant. Schmeckt allein von der Würzung gut, finde ich. Aber diese Konsistenz von diesem Blättchen, von dem klebrigen, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt habe ich mal da solche kleinen Trachees rausgeholt. Und ich habe jetzt nachgelesen, die sind mit Orange, Zitrone und Erdbeergeschmack. Riechen tut die nach gar nichts. Das ist so wie Traubenzucker. Aber man schmeckt jetzt nicht irgendwelche Sorten raus. Dann habe ich als nächstes dieses da. Da steht schon drauf, dass es irgend so ein Kuchen ist. Das fühlt sich aber wie ein Keks an. Fujiya Home Pie steht drauf. Da sind jetzt zwei solche Kekse drinnen. Die schauen wie diese Kaffee-Biscuits aus. Das schmeckt nach Fadenkeksteig. Das schmeckt wie so eine Mischung aus Butterkeks und Blätterteig. Nur halt ein bisschen fad. So ein langes Ding, es ist ein Cola drauf und es fühlt sich wie so ein Gummiding an. Und ich hoffe, das schmeckt gut. Oh, das ist so ein saures. Stirn und Scheiß. Es ist aber nicht sauer, aber es schmeckt gut. Auch nicht zwingend nach Cola. Schmeckt ungefähr so wie ein Cola-Krachel. Dann habe ich wieder von dieser Marke was. Das sind anscheinend so Küchlein mit Schokoladenkern. Die schauen aus wie so Profiteroles irgendwie. Riecht nicht schlecht. Ein bisschen Schokolade haben sie nicht reingeben. Schmeckt wie es ausschaut nach Luft. Nach Luft mit ein bisschen Schokolade. Oder eher so Nutella-mäßiges, nicht wirklich Schokolade. Und dann haben wir da solche Shinshen-Sachen. Kann nicht wirklich erfüllen, was da drinnen sein soll. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit Kakao. Das sind jetzt so kleine Sterne. Die sind alle einzeln verpackt. Die sind dahinter, verstehe ich nicht. Das sind jetzt diese Sterne. Oh shit, das ist hart. Einfach nur grausliche Schokolade. Dann habe ich da so ein kleines Ding mit einem Pikachu drauf. Ich vermute auch, dass das Schokolade ist. Entweder Schokolade oder Kaugummi. Okay, das ist ein Kaugummi. Ich habe gerade nachgelesen. Ich hebe mir den für später auf. Dann haben wir wieder sowas Marshmallow-mäßiges. Ich glaube, es ist ein Marshmallow. Ja, es ist wieder ein Marshmallow mit Schokolade gefüllt. Wohl bekomm's. Die Schokolade ist wieder nichts Besonderes. Und dann habe ich jetzt das. Das sind jetzt wieder Rice Cracker. Und so kleine Stückerl immer. Mhm, sehr luftig. Nicht so extrem hart, aber sie haben jetzt nicht sehr viel Eigengeschmack. Da habe ich jetzt einen Vanillekeks mit Schokostückchen. Da steht dankenderweise oben. Schaut ein bisschen ramponiert, ist aber irgendwie trotzdem gut. Er riecht auch gut. Er ist sehr weich. Er mag keine weichen Kekse. Aber geschmacklich ist er eigentlich gar nicht so schlecht. Nur die Schokolade ist wieder sehr eigen. Wir sollten lieber Schokolade importieren als selbst erzeugen. Dann habe ich da noch so einen Mais-Stick drinnen. Das ist mal ein Shrimps drauf. Deswegen schätze ich mal, dass das irgendeinen fischigen Geschmack haben wird. Oh ja, das riecht sehr nach Fisch. Das schmeckt auch sehr fischig. Aber nicht jetzt wie bei diesem Cracker. So richtig echt fischig. Sondern so ein bisschen künstlich. Aber es schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Es ist zwar gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her, aber in Ordnung. Ich glaube, alle, die Hummerchips mögen, würden den Mais-Snack da jetzt auch gut finden. Machen wir mit dem riesigen Ding da weiter. Ich denke, das ist irgendeine Waffel oder auch so ein Mais-Snack-Ding. Brown Sugar Fluffy Dried Wheat Seeds. Sweets. Keine Ahnung. Riecht noch nicht viel. Das schmeckt nach nichts. Außenrum ist brauner Zucker. Das habe ich schon rausgelesen, aber das da innen schmeckt nach nichts. Na, nicht aufregend. Dann habe ich da so einen kleinen Ball. Also da ist auf jeden Fall eine Kugel drinnen. Cider Candy. Wie gesagt, so eine Kugel.
Der schmeckt original so wie dieser Lutscher vom Anfang. Bisschen säuerlich. So in der Form finde ich den Geschmack eigentlich gar nicht schlecht. Nur am Anfang bei diesem Schlecker mit dem Brausepulver taugt es mir irgendwie nicht so. Aber da finde ich es ganz in Ordnung. Es ist auf alle Fälle kein Kaugummi drin, wie ich vermutet habe. Wir nähern uns schon dem Ende. Jetzt habe ich da so ein Fläschchen. Ich nehme an, es ist auch so ein Brausepulver. So schaut das aus. Das kann man auch wieder verschließen, das finde ich gut. Ist Traubenzucker. Dann habe ich solche kleinen Minz. Da steht nur Ume-Minz drauf. Pflaumengeschmack anscheinend. Was sind die süß klein? Die wird man in der Kamera wahrscheinlich gar nicht gut sehen, weil die sind so ganz klein. Sie sind sehr süß, aber ich kann auf jeden Fall nicht erkennen, was das sein soll. Dann habe ich da wieder so kleine Dinge. Da steht einfach nur, dass es Zuckerl sind. Die sieht man nicht, diese komische Form, was die haben. Man schmeckt einfach nur wie purer Zucker. Wie wenn man Zuckerwürfel essen würde. Dann habe ich da was Interessantes und zwar anscheinend so Gummisushi. Ich hoffe nur, es schmeckt nicht auch danach, aber ich bin guter Dinge, weil da außen sind die Geschmäcker aufgelistet und zwar Kirsche, Zitrone und Banane. Wie süß. Das ist jetzt unser Sushi. Dadurch, dass das alles da verronnen ist, kann ich mir nicht einmal ein Sushi bauen jetzt. Schmeckt sehr künstlich. Und bei Zitrone schmeckt auch sehr künstlich. Bin noch auf Banane gespannt, wenn es rauskommen will da. Das schmeckt nach viel, aber nicht wirklich nach Banane. Banane in so einer Gummibärchenform ist nicht so leibend irgendwie. Dann haben wir noch zwei Dinge und wir sind durch. Und zwar wäre das wieder so ein Schlecker, so ein Hello Kitty Schlecker. Ich bin enttäuscht, ich glaube, das ist vielleicht die Form auch für Hello Kitty. Schmeckt gut. Steht auch drauf, es schmeckt nach Himbeer. Und zu guter Letzt habe ich das. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Müssen wir wieder schummeln. Also, das sind Süßigkeiten mit Kirschgeschmack aus Reiskuchen. Es riecht nach nichts. Da ist auch so ein kleines Stapel dabei, dass man es rauskriegt einfach nur. Das ist recht hart. Also ich kenne so Reiskuchen eher weich. Aber es ist wirklich hart. Und klebrig. Kirsche schmecke ich jetzt nicht wirklich raus. So, dann bleibt uns nur mehr der Kaugummi über. Der, was wahrscheinlich gefühlt 5 Sekunden halten wird und dann nicht mehr nach irgendwas schmeckt. Der schaut original aus wie das Innere von so einem Kinderriegel. Was zum Teufel ist das bitte für ein Kaugummi? Pokémon Chewing Gum, das schmeckt genau nach... Jetzt kommt der Geschmack. Das ist ein bisschen flüssiger Kaugummi. Das schmeckt jedenfalls nach Zitronen, war am Anfang, wenn man das erste Mal reinbissen hat, extrem komisch. Jetzt geht er vom Geschmack her. Aber der ist doch flüssig. Aber schätze mal, vom Geschmack wird er nicht lang halten. Das war's dann von dem hoffentlich interessanten Taste-Test-Video. Ich finde ja, bisher ist das eigentlich das Interessanteste gewesen, was ich hier gemacht habe. Aber überzeugt euch selbst davon. Ich verlinke euch alle anderen gerne unten mal in der Infobox. Habt ihr von den Sachen schon irgendwas probiert gehabt, was ich jetzt gekostet habe oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich persönlich liebe ja so Taste-Test-Videos. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich kosten soll, es müssen es nicht unbedingt Süßigkeiten sein, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und über ein Abo würde mich auch besonders freuen, weil sie mich damit wirklich sehr unterstützt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr. Ihr könnt es mir auch gerne auf meinen Social-Media-Seiten folgen, die sind alle unten in der Infobox verlinkt oder zum Ende der Endcard. Das war's dann von mir und wir sehen uns beim nächsten Video wieder nächste Woche. Tschüss!